Heute rasen wir durch die Welt, denn heute entdecken wir die Zukunft der Eisenbahn und das mit Höchstgeschwindigkeit. Einstein berichtet exklusiv aus China, wo Tobias Müller wahre Abenteuer erlebt. Auf einer Reise von Peking nach Shanghai. Er will herausfinden, warum wir in der Schweiz zwar durch den Gotthard fahren können, uns die Chinesen in Sachen Zug dennoch um Lichtjahre voraus sind. Wir besuchen die Werkstätten der Zukunft, in denen Züge gebaut werden, die es so noch nicht gab. Und wir fragen, warum den Chinesen 600 km/h noch lange nicht genug sind und wieso China auf der Suche nach dem Weltrekord ausgerechnet auf Schweizer Erfindungen setzt. Willkommen zu einer Sendung, die nicht nur Zugfanatiker vom Sessel reißt. Jetzt 431. Ich habe das Gefühl, wir heben jeden Moment ab. Jetzt wirklich. Willkommen in China. Genauer im Südbahnhof in Peking, wo täglich Hunderttausende von Passagieren ein- und umsteigen. Um von hier aus ein faszinierendes Land zu bereisen und zu entdecken. Bye, thank you. Bye. Unter ihnen auch unser Moderator. Der Moline. Wird wahrscheinlich ein bisschen grösser sein als der HB in Zürich. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein, heute aus China, dem Land mit dem grössten Hochgeschwindigkeitsbahnnetz auf der ganzen Welt. Und es heisst, hier in China wird die Zukunft vom Zug aufgeleistet. Und wir Urbändler aus dem Westen können hier also noch zünftig staunen. Ob das wirklich so ist, das werden wir heute herausfinden. Und darum mache ich mich jetzt zusammen mit meinem Kameramann Sergio. Komm, wir zeigen dir gerade mal. So, das ist der Sergio und auch der einzige Moment, wo sie heute unscharfe Bilder haben. Wir machen uns jetzt auf den Weg, und zwar hier von Peking aus in Richtung Shanghai. Natürlich mit dem Zug und zünftig zügig. Wie zügig Tobias Müller und Sergio Cassini vorankommen, das wollen wir erst einmal sehen. Die beiden müssen hier in Peking den nächsten Zug nach Shanghai nehmen. Vom chinesischen Bahnsystem haben sie keine Ahnung. Was Müller und sein Kameramann nicht wissen, sie werden beobachtet. Im Hintergrund ist Pascal Nufer, der SRF-China-Korrespondent, mit den Behörden am Verhandeln. Er will zur Stelle sein, falls es Probleme gibt. Denn er weiß nur zu gut, was auf ausländische Fernsehjournalisten hier alles zukommen kann. Tickets, das sieht schon mal gut aus. Also man darf es nicht unterschätzen, der Peking-Bahnhof ist ja schon groß. Und wenn man jetzt also umschaut, die vielen Leute. Also es ist nicht einfach, sich da drin zurechtzufinden, wenn man das erste Mal da ist, wenn man kein Chinesisch redet. Und ich erinnere mich selber, als ich das erste Mal in China am Bahnhof war und musste ein Billett holen und kaufen. Es ist also eine grosse Herausforderung. Ist echt das mein Ticket-Office? Der ein Billettschalter hier, der hat offenbar zu. Und ich nehme an, die suchen jetzt den anderen, der offen hat. Komm, ich gehe mal einen fragen. Hello, sir. I'm sorry, do you speak English? Do you know English? No. Excuse me? Do you speak English? No. Do you speak English? No. No. Sorry. I'm sorry, sir. Do you speak English? Okay. Where can I buy tickets? Ja, da vorne, sehr schön. Noch 25 Minuten, dann fährt unseren Zug ab. Hier oben sieht man die grosse Tafel, wo alle Züge angeschrieben sind. Wenn man das noch nie gesehen hat, kann man damit nicht viel anfangen. Alles auf Chinesisch, außer Zugnummern. Ah, der Tobi hat mir geschrieben. Sind da beim Anstehen. Okay, sehr gut, sehr gut. Haben wir auch gesehen, Tobi. Hello, we have a reservation for the train G3. So you have my certification? Yes. Please give me your order number. We need your order number. My what? You buy the ticket, or we will give you our order number.
Verstehst du etwas? So you can check your phone. Yeah. Die erste Prüfung bestanden. Gut, mehr Tickets. Gut. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Hi, hello, excuse me. Can I ask something with you? Yeah, what's the issue? You can't take Yeah, we have a permission. Yeah, for sure. Sie sind natürlich jetzt recht. Sie sind jetzt recht nervös, weil die wissen, die müssen auf den Zug. Die müssen in 10 Minuten geht der Zug. Und jetzt sind sie da, jetzt haben sie Probleme bekommen mit den Behörden. Aha, da kommen noch mehr. Hallo, es ist noch mehr aufgetaucht. Das ist meistens so. Zuerst sind es eine, zwei, drei, dann kommen die nächsten. Es sieht jetzt so aus, als würden die aufs Gleis führen. Auch dieses Problem ist gelöst. Tobias wird von einer eigenen Eskorte zum Zug begleitet. Jetzt müssen wir aber auf den Zug. Dass wir es auch noch schaffen. Zu einem Ticket zeigen. Auch wir müssen das. Alles muss seine Richtigkeit haben. Thank you, bye. Bye, thank you. Nun ist alles gut. Tobias Müller ist endlich im Zug und in letzter Sekunde schafft es auch Pascal Nuffer. Chinas Hochgeschwindigkeitsnetz gilt als eines der wichtigsten Propagandamittel der Regierung, um Chinas Qualitätsansprüche im Hightech-Bereich zu demonstrieren. Die Speerspitze des rasenden Fortschritts ist der Bullet Train. So heißt Chinas eigener Hochgeschwindigkeitszug. Der Name ist Programm. Er soll einer Pistolenkugel gleich durch das Reich der Mitte sausen. Entwickelt wurde der Bullet Train an der Bahnbau-Universität Jiaotong im Staatslabor für Antriebstechnik. Der 87-jährige Zheng Juyin ist der Gründer dieses Labors. Hier arbeiten seine Ingenieure noch immer daran, den Hochgeschwindigkeitszug Chinas noch schneller zu machen. Und noch immer beziehen sie den Gründer des Labors mit ein. Vater der Hochgeschwindigkeit wird der 87-Jährige auch in höchsten Regierungskreisen genannt. Der Staatspräsident bezeichnet unsere Züge als eine der wichtigsten Visitenkarten Chinas. Schon als junger Ingenieur wurde er von Mao persönlich inspiriert, die Eisenbahn zu beschleunigen. Denn dieser besaß einen eigenen Zug. Doch der war dem Staatsgründer viel zu langsam. Und so schickte Mao einen jungen Bahnbauingenieur auf eine Bildungsreise nach Europa. Da wurde mir der Rückstand Chinas erst bewusst. Alte Dampflokomotiven ratterten in China noch in den 1980er Jahren durchs Land. Die Wende kam mit der Öffnung Chinas und dem wirtschaftlichen Aufschwung. Mehr Waren und immer mehr Wanderarbeiter mussten transportiert werden. China forcierte den Ausbau des Streckennetzes immer massiver. Heute besitzt China das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. 20.000 Kilometer lang und täglich kommen neue Streckenkilometer hinzu. Diese Entwicklung hat der 87-jährige Zheng Juyin entscheidend mitgeprägt. Und er tut es noch heute, denn der Bullet Train ist ihm noch immer nicht schnell genug. Doch die Technologie ist ausgereizt. Mit dem heutigen Rollmaterial sind mehr als 600 km/h nicht drin. Darum sollen Chinas Züge nicht mehr rollen, sondern schweben. Durch einen luftleeren Tunnel. Und wer hat's erfunden? Swiss Metro, was ich sehr früh beobachtet habe. Swiss Metro habe ich natürlich genau verfolgt. Denn von solch kühnen Projekten müssen wir lernen. Die Idee eines Vakuumtunnels ist genial. Tatsächlich war Swiss Metro das erste konkrete Projekt, das einen Vakuumtunnel mit einer Magnetschwebebahn plante. Die Idee scheiterte. Jetzt aber soll sie China
in ein neues Bahnzeitalter katapultieren. Wie genau und bis wann? Später in dieser Sendung. Seit einer Stunde sind Tobias Müller und Sergio Cassini unterwegs. Was meinst du, wie schnell sind wir jetzt unterwegs, wenn du raus schaust? Also ich sag 180 höchstens. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind nicht schnell. Wir haben 299. Es ist unglaublich, es kommt dann wirklich nicht so schnell vor. Also ich hätte jetzt gesagt, es ist genau wie bei uns im Zug, aber wir sind wirklich viel schneller. Im gleichen Zug Pascal Nuffer und seine Mitarbeiter. Sie haben keine Zeit, aus dem Fenster zu schauen, denn sie wollen Tobias Müller bei seiner Ankunft in Shanghai mit einem kleinen Film überraschen. Die ersten Bilder schneidet das Team Nuffer bereits im Zug. Das erste da und dann habe ich die Sachen. Du sagst nachher, sie sind am Filmen und da sehen wir es zum ersten Mal. Jetzt auch so die besten Clips raus. Das ist cool. Tobias Müller ist es langweilig. Und so macht er sich auf eine Erkundungstour in Richtung Zugspitze. Aber merkst es du auch, wenn du laufst? Ich habe das Gefühl, so merkt man Geschwindigkeit viel mehr, wie wenn man jetzt bei uns durch einen fahrenden Zug läuft, gell? Was auffällt, es sind alle ihre Fresspäckchen dabei. Und dann kann man hier schön heißes Wasser rauslassen für sein Süppchen. Müller würde gerne mehr erfahren über den Zug und die Menschen, die mit ihm reisen. Hello. I'm sorry, do you speak English? No. You speak English? No. Und was noch spannend ist, das ist nicht bei uns, wo man eigentlich immer genau gleich viel zahlt, sondern je nachdem, wie die Auslastung ist oder auch am Wochenende, einfach zu den Spitzenzeiten, sind die Ticketpreise einfach mal deutlich viel teurer. Wir müssen heute also 78 Franken für 1300 Kilometer. Kann man nicht viel sagen. Hello. I'm sorry, do you speak English? No? Er glaubt auch nicht, er dreht sich schon so ab. Achtung. Du schaust, dass du nicht über irgendwelche Füße oder Leute rausstolperst. Du bist recht gut im Hintersee laufen. Jetzt kommt First Class. Die First Class ist das Reich der chinesischen Oberschicht. Sie kann heute für 257 Franken schlafend Shanghai erreichen. Und Müller ist jetzt ganz vorne, beim Führerstand. Sollen wir mal klöpfen? Vielleicht dürfen wir ja führen. »400 solcher Hochgeschwindigkeitszüge baut China im Jahr. An jedem einzelnen Tag rollt also eine ganze Zugkomposition aus einer chinesischen Halle. Einstein wollte diese gigantische Produktionsmaschinerie sehen, erhielt aber keinen Zutritt. Das chinesische Staatsfernsehen schon. Die Bilder zeigen nur modernste Anlagen. Heute ist die Chinese Railways Rolling Stock Corporation, CRRC, der größte Bahnbauer der Welt. An der neuen Nummer 1 kommt keiner mehr vorbei. In Shanghai hat darum auch die Deutsche Bahn ein Büro eröffnet, damit sie den Anschluss nicht verpasst. Mit seinen eigenen Augen hat Industriekaufmann Matthias Bühler die Produktionsanlagen der Chinesen gesehen, als einer der wenigen Europäer. Eigentlich nur ein Wort, wow. Und dann eigentlich erstaunlich wenig Leute drin, die dort handwerklich arbeiten, weil es wirklich ja, sehr, sehr hohe Automation ist. Wird die Welt jetzt also von Bahntechnik made in China überrollt? Technik notabene, die ursprünglich aus Europa stammt. Auch unter chinesischen Ingenieuren ist unbestritten, ohne das Kopieren europäischer Technologie wäre Chinas Aufstieg nie möglich gewesen. You learn by copying, and there's nothing shame about it. Vom Kopieren lernt man. Dafür müssen wir uns nicht schämen. Alle Länder haben erst kopiert und dann sind sie innovativer geworden und haben sich entwickelt. Auch die Schweiz konnte nur zur Bahnnation werden, weil sie von anderen Ländern lernte. Die Schweizer Bahngeschichte kennt die Ingenieurin gut, denn sie lebt nicht mehr in China, sondern in der Eisenbahnerstadt Olten. Die InnoTrans in Berlin. Auf der größten Bahnmesse der Welt will sich Einstein den Auftritt des neuen Weltmarktführers etwas genauer anschauen.
Denn der chinesische Staatsbetrieb CRRC hat in diesem Jahr gleich den größten und teuersten Stand gemietet, um hier alles anzubieten, was auf Schienen rollt. Die Chinesen treten hier in Europa also mit sehr breiter Brust auf und geben sich auch entsprechend selbstbewusst. Wir sind bereit. Unsere Technologie und unser Service erfüllen die Anforderungen des europäischen Marktes. Der Auftritt der CRRC hat die Konkurrenz überrascht. Keiner hat erwartet, dass China so rasch, so vehement nach Europa drängt. Aber noch gibt man sich gelassen. Nein, macht uns keine Angst. Also Angst macht uns keine. Chinas Ingenieure sind überall auf der Messe anzutreffen. Hier beim neuen Gotthardzug beispielsweise kriechen sie schon fast unter die Komposition. Doch der Schweizer Hersteller Stadler Rail lässt sich auch dadurch nicht nervös machen. Ich denke, es wird noch eine gewisse Zeit brauchen, bevor wir in Europa CRRC spüren werden. Dafür sind wir auf zu hohem Niveau insgesamt in Europa. Er sagt, und nur zwei Wochen später verliert Stadler Rail erstmals in Europa einen wichtigen Auftrag an die CRRC. Das ist erst der Anfang, meint Matthias Bühler in Shanghai. Was bedeutet das jetzt für die Schweiz? Wann fährt der erste chinesische Zug durch den Gotthard? Der erste chinesische Zug durch den Gotthard? Eine sehr gute Frage. Beantworten möchte er sie nicht, weil sie falsche Ängste schürt. Denn der Deal war klar. Die Europäer zeigen den Chinesen, wie man Züge baut und erhalten im Gegenzug Zugang zum chinesischen Markt. Dieser Deal habe sich längst gelohnt, und zwar nicht nur für seine Branche. Als großes Beispiel würde ich da Volkswagen nehmen. Mittlerweile ist China der größte Absatzmarkt für die. Die sind auch der größte Produzent in China, was Autos angeht. Also wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich nicht, was sich noch lohnt. Zudem wussten die Europäer, dass China möglichst rasch eigene Züge bauen will. Die Frage ist heute also nur noch, ob Züge made in China den europäischen Ansprüchen genügen. China ist noch nicht auf dem Niveau der Europäer. Aber der Wille, innovativer zu werden, der nimmt zu. Noch aber ist er nicht stark genug. Der Grund für die mangelnde Innovationskraft sieht sie in der chinesischen Kultur begründet. Seit Konfuzius wird den Kindern beigebracht, widersprich deinen Eltern nicht. Widersprich deinem Lehrer nicht und widersprich deinem Vorgesetzten nicht. Auch wenn du eine bessere Idee hast, behalte sie für dich, weil dein Vorgesetzter sonst dumm dasteht. Doch er sollte immer der Klügste und der Beste sein. Aber das stimmt doch nicht. Diesen Teil der chinesischen Kultur hasse ich. Mit der Oltener Kultur hat sie deutlich weniger Probleme. Wo auch immer du hingehst, hier siehst du Züge. Und ich liebe Züge. Was die Bahnbauingenieurin nach Olten geführt hat und wie sie von hier aus zwischen europäischen und chinesischen Bahnbauern vermittelt, finden Sie auf unserer Homepage. Zurück zu Tobias Müller, der noch immer in den Führerstand will. Ja, das ist jetzt schon, dass ich meinen Dietrich nicht dabei habe. Sonst geht es da ruckzuck drin. Komm, ich frage gleich sie mal draußen. Vielleicht kommt ja Hilfe. Aber sicher nicht von Pascal Nuffer. Der hat sich nämlich hinter der Tür, hier rechts im Bild, unsichtbar gemacht, um nicht entdeckt zu werden. Auf der Zugtoilette wartet er sehnlichst darauf, dass Müller endlich abhaut. Ich habe entdeckt, dass ich mich am Schluss noch auf dem Zug-WC verstecke und meine Beine nicht gesehen habe. Sie sind jetzt gerade draußen und ich habe gerade im letzten Moment jetzt noch abhauen können. Hallo. Hi. No. No. Ah, okay. Thank you. Ah, das ist wegen uns gekommen. Ja, gut. Hätte ja können sein. Da bleibt Müller also nichts anderes übrig, als sich die Weiten Chinas anzusehen, während der Zug mit 300 km pro Stunde Richtung Shanghai fährt. Der Bahnhof in Shanghai ist der größte Hochgeschwindigkeitsbahnhof Chinas. An Spitzentagen steigen hier fast 300.000 Menschen ein oder aus oder um. Das ist nur möglich, weil Chinas Bahnhöfe nach dem Prinzip Flughafen funktionieren.
Das heißt, die Passagierströme kreuzen sich nie. Das Perron wird erst freigegeben, wenn alle ausgestiegen sind. Von diesem Kontrollzentrum aus werden die Passagierströme dirigiert. Und ja, hier sorgt jeder Fahrplanwechsel für erhöhten Puls. Und das geschieht zwei oder sogar dreimal jährlich. Jedes Mal, wenn wir eine neu gebaute Strecke ans Netz anschließen, kommt es zu Fahrplanänderungen. Darum haben wir so häufige Fahrplanwechsel hier. Noch komplexer als Menschenströme zu lenken, ist es, die ganze Flotte der Hochgeschwindigkeitszüge zu koordinieren. Das geschieht mit einem sogenannten Zugsicherungssystem. Ohne dieses System wäre ein reibungsloser, unfallfreier Hochgeschwindigkeitsverkehr nicht möglich. Und so funktioniert's. Ein Mobilfunknetz kommuniziert mit den Loks und die mit den sogenannten Balisen auf der Strecke. Die Balisen melden jede Zugsbewegung in ein Kontrollzentrum. Hier wissen die Verantwortlichen also jederzeit, wann, wo, wie schnell welcher Zug unterwegs ist. Entwickelt wurde das System, dreimal dürfen Sie raten, in der Schweiz. Genauer in Zollikofen bei Bern. Hier lebt Peter Winter, auch Vater der europäischen Zugsicherung genannt. Und mit diesem Transparent wurde er begrüßt, als er in China seine erste Vorlesung hielt. 20 Jahre war er Professor in Aachen, doch nie zuvor hatte er eine solch schweigsame Zuhörerschaft erlebt wie in China. Er war überzeugt, hier versteht mich keiner. Ich habe dann festgestellt, auch bei der nächsten Reise, als ich später komme, dass die all das, was ich erzählt habe, verstanden haben und auch können umsetzen auf ihre Bedürfnisse. Und so ist es dazu gekommen, dass ja in relativ kurzer Zeit das chinesische Eisenbahnnetz massiv vergrößert und leistungsfähiger gestaltet worden ist. Ich bewundere das. In Shanghai ist es Nacht geworden und noch immer reißt der Menschenstrom nicht ab. Shanghai, da sind wir. Ich bin platt nach 5 Stunden. Wie geht's dir? Ja, recht gut. Also es ist eigentlich wie bei einem Flug. 10 vor 7. Ja, jetzt haben wir genau 4 Stunden und 48 Minuten, so wie angekündigt. Also pünktlich wie die Schweiz. Ups. Auch beste Kameramänner sind nach einer solchen Fahrt rückwärts nicht mehr ganz so agil unterwegs. SRF. Gut werden die beiden bereits erwartet. Hello. Here we are. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh my God. Not really, eh? They're waiting for a taxi. Zugfahren ist die bessere Idee als nachher Taxi fahren. Willkommen in Shanghai, der größten Stadt Chinas mit 23 Millionen Einwohnern. Und wer steht da schon im Hoteleingang? Jawohl, Pascal Nuffer war schneller. Thank you, sir. Ni hao, Tobias. Herzlich willkommen in Shanghai. Hat's geklappt? Ja. Unglaubliche Reise. Und wie? Hallo, Pascal, ja. Komm rein. Wir sind da. Bis auf ein paar kleinere Sachen, wunderbar. Wow, wo sind wir da? Schön. Hallo, Sergio. Hi. Ja, das ist ein historisches Gebäude aus den 30er Jahren, das als Hotel erhalten worden ist. Wie haben wir es gehabt? Super. Es ist im Fall alles überraschend gut gegangen. Ja. Also wir hatten ein kleines Buff am Bahnhof zu Peking, wo sie plötzlich gekommen sind. Nein, sie wissen die von nichts. Und dann hat auch die zweite, die dazugekommen ist, von nichts gewusst. Und von denen weg. Und dann ist alles runde Sache. Ja. Ah, was ist das für ein Begrüßungskomitee? Nuffers Kollegen sind natürlich auch gespannt auf Müllers Reaktion. Wir haben noch etwas anderes vorbereitet. Okay. Ich würde eigentlich jetzt als erstes zeigen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist super. Oder? Nein. Nein, das gibt's nicht, oder? Du bist in Peking gewesen. Ja. Sie kommen dahinter. Wir haben euch verfolgt. Ich stecke mich jetzt da mal ein bisschen. Schon grossartig. Das. Großartig ist auch der Ausblick von der Hotelterrasse. Es ist einfach riesig. Das kann man wohl sagen. Shanghai ist eine gigantische Stadt mit gigantischen Attraktionen.
Dazu gehört auch der schnellste Zug der Welt, den Tobias Müller gemeinsam mit Pascal Nuffer entdecken will. Ja, das ist jetzt so ein typisches Shanghai-Bild, die Strassenszene von den Männern, die hier am Klüttern sind, mitten auf der Straße. Du musst voraus. Ja. Koffer. Es ist noch sehr chinesisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wieder total modern, wirkt europäisch und man hat immer so die Irritation zwischen zwei Welten. Ja. Ein typisches Bild in Shanghai. Und weg ist sie. Man muss sich den Weg immer so ein bisschen suchen in Shanghai oder den Verkehr durch. Es hat fast eigentlich niemand wirklich Vortritt. Man geht einfach, wenn man kann. Einmal mit durch. Endlich ist es soweit. Tobias Müller hat das Ziel seiner Reise erreicht. Die Fahrt im weltschnellsten Zug, der ihn zum Flughafen bringt. Und hier rollt? Nein. Hier schwebt er auch schon seinen Fahrgästen entgegen. 30 Kilometer in 7,5 Minuten dank einer Spitzengeschwindigkeit von 430 Kilometer pro Stunde. Wir sind wieder einmal altmodisch unterwegs. Die Magnetschwebebahn hat so ein starkes Magnetfeld, dass unsere Funkmikrofone versägen würden. Darum jetzt wieder einmal. Das machen wir so. Wie in guten alten Zeiten. Und los geht's. Wir fahren. Er wird schnell schneller, dieser Zug. Doch 300 Kilometer pro Stunde ist sich Müller ja längst gewohnt. Es hat im Fall ein bisschen Achterbahn-Feeling, jetzt schon, finde ich. Also es kommt mir viel, viel schneller vor als der Hochgeschwindigkeitszug. Jetzt sind wir aber auch schon drüber. Es ist definitiv auch Leute, man gehört hat, irgendwie, dass eine andere Technologie. Es wackelt noch ein bisschen, eben manchmal ist man ein bisschen schräg. Jetzt 400. Achtung, zwei Schweizer voll auf Speed. Das fetzt, hätte ich nie gedacht. Jetzt 431. Ich habe das Gefühl, wir heben jeden Moment ab. Jetzt wirklich? Das wäre der andere Zug gewesen. China hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Innerhalb weniger Jahren das grösste Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt aufgebaut. Geht das also so weiter? Also knacken sie irgendwann schon gar die Schallgrenze? Also Pläne haben sie dafür, dass bis 2030 wirklich die Ersten sein wollen, die mit bis 1000 Kilometer Zeug unterwegs sind. Wir sind zurück an der Bahnbau-Universität Jiaotong. Hier, wo Ingenieure um den 87-jährigen Zheng Jiyin den Überschallzug wollen. Doch rollend sind mehr als 600 km/h nicht drin. Darum setzen die chinesischen Bahnbauer jetzt auf Schweizer Erfindungen. Der Gründer des staatlichen Labors für Antriebstechnik gibt Einstein als erstem TV-Team der Welt Einblick in seine Zukunftswerkstatt, wo auch schon tüchtig geschweißt wird. In dieser Schlosserei entsteht also tatsächlich der neue Paradezug Chinas. Ein Zug schneller als der Schall? Der erste Überschallzug der Welt? Einstein ist enttäuscht. In dieser rostigen Eisenröhre soll wirklich ein neues Bahnzeitalter beginnen? Ja, sagt der Laborchef. Und auch sein Fahrplan steht schon. In 15 Jahren wollen wir wirklich die erste Strecke eröffnen. Das klingt nun doch sehr ambitioniert. Doch der Prototyp ist bereits gebaut und seit Monaten wird hier Testrunde um Testrunde gedreht, um dem großen Ziel näher zu kommen. Ein Zug, der über 1000 Kilometer pro Stunde schnell fährt. Mit Flüssigstickstoff wollen die chinesischen Ingenieure ihre Bahn der Zukunft zum Schweben bringen. Eine hochkomplexe Technologie. Und die Frage sei ein allerletztes Mal erlaubt. Wer hat's erfunden? Schweizer Forscher entdeckten vor 30 Jahren einen Supraleiter, der Züge schweben lässt. Sie revolutionierten damit die Festkörperphysik und erhielten den Nobelpreis. Und so funktioniert's. In der Lok sind drei Keramikscheiben eingebaut. Werden diese mit Flüssigstickstoff auf minus 170 Grad Celsius gekühlt, kommt es zu einem spannenden Phänomen. Die Scheiben werden supraleitend und verdrängen in diesem Zustand Magnetfelder. Stellt man nun mehrere Magnete nebeneinander, bildet sich ein Magnetfeld um die Scheiben herum. Mehrere solcher Felder bilden gar einen Tunnel, durch den die Scheiben hindurchschweben können.
Der Zürcher Physiker Hugo Keller hat die Technik weiter verfeinert. Für die Grundlagenforschung war das natürlich ein Durchbruch. Der Vorteil dieses supraleitenden Zuges ist, dass der sogenannte Rollwiderstand wegfällt. Wir haben hier nur Luftwiderstand. Luftwiderstand? Den haben Professoren der ETH Lausanne mit dem Projekt Swiss Metro in den 1980er Jahren ebenfalls eliminiert. Im luftleeren Raum sollte ihr Zug der Zukunft schwebend die Schweiz verbinden. Das Projekt war seinerzeit voraus und wohl auch zu groß gedacht. Obwohl schon konkrete Pläne für das Abpumpen der Luft vorlagen, war das Projekt Vakuumtunnel in der Schweiz nicht zu finanzieren. Die Amerikaner setzen es jetzt um. Ihr Projekt Hyperloop ist schon weit gediehen. Mitfinanziert wird es von Elon Musk. Das ist der Milliardär, der die Elektroautomarke Tesla gegründet hat. Auch so ein Projekt, von dem niemand glaubte, dass es je erfolgreich sein wird. Jetzt also Hyperloop. Der Zug der Amerikaner hat die ersten Tests schon bestanden. Jetzt will China den Wettlauf gegen Amerika aufnehmen und setzt dabei voll auf Schweizer Erfindungen. Doch noch schleicht das chinesische Banli mit gerade mal 30 Stundenkilometern durch die Röhre. Und das ohne Vakuum oder mit. Überschall sieht anders aus. Und doch haben die Chinesen aufgrund dieses Prototyps entschieden, künftig voll auf die Schweizer Erfindungen zu setzen. Die Amerikaner reden von bis zu 6.500 km/h. Mit solchen Zahlen sollte man vorsichtig sein. Aufgrund unserer Erfahrungen hier im Labor haben wir gelernt, Schritt für Schritt zu gehen. Und dann kommt es gut. Der nächste Schritt ist jetzt also ein Großmodell. Diese Röhre soll China endgültig in ein neues Bahnzeitalter katapultieren. Bis in 6 Monaten wollen die chinesischen Ingenieure darin 400 km/h erreichen. Und bereits in 15 Jahren soll er losschweben. Der Zug schneller als der Schall. Ich bin überzeugt, Überschallzüge sind der nächste Schritt in der Entwicklung der Eisenbahn. Vor 10 Jahren dachten mein Lehrer Schön und ich auch noch, es ist ein Traum. Heute aber sind wir überzeugt, das schaffen wir. Swiss Metro hat mich damals schon beeindruckt. Und noch immer finde ich die Idee des Vakuumtunnels großartig. Heute Nachmittag reise ich nach Peking, um bei wichtigen Regierungsstellen für unser Projekt zu werben. Dabei werde ich mich natürlich auch auf die Swiss Metro beziehen. In nur 15 Jahren von einer rostigen Metallröhre zum Zug der Zukunft? Der 87-Jährige will sich ein letztes Mal noch für ein solches Großprojekt engagieren, auch wenn er das neue Bahnzeitalter nicht mehr erleben wird. Doch wie realistisch ist sein Plan? Und kann sich China tatsächlich in diesem horrenden Tempo weiterentwickeln? Immer schneller und noch schneller? China, da darf man nicht vergessen, hat heute eine grosse Mittelschicht. Und die Leute, die fangen auch an, ihre Fragezeichen hinter Sachen zu stellen, die die Regierung macht. Die winken auch nicht mehr einfach alles so durch. Das ist ähnlich wie bei uns. Es wird auch Einsprachen geben, es wird Leute geben, die sich dagegen wehren. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, selbst für China ist so etwas auch finanziell ein grosser Brocken. Das Ende naht. Der Zug hat sein Ziel erreicht. Zeit für ein kurzes Fazit. China glaubt an Bahn als das Verkehrsmittel der Zukunft. Das habe ich bei meiner Reise durchs Bahnland China erlebt. 1300 Kilometer von Peking auf Shanghai, das geht per Hochgeschwindigkeitszug schon so schnell, dass immer mehr Leute vom Flugzeug auf den Zug umsteigen. Und je schneller die Züge werden, desto mehr sind sie Konkurrenz für die Luftfahrt. China ist drauf und dran, eine globale Bahnmacht zu werden und ein neues Zugzeitalter einzuleiten. Darum würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann doch der erste chinesische Zug durch den Gotthard rollt. Also dann, gute Zeit. Ich hoffe, du nimmst ein bisschen was mit. Und du musst wieder rein, oder? Du gehst wieder retour. Ja, mache ich auf jeden Fall. Also, tschüss. Danke vielmals, ciao. Ja, und nächste Woche gibt es bei Einstein das Thema für Sie. Das Licht und seine unglaublich vielen Facetten. Wir begleiten den Meteomann Christoph Sigrist auf seiner Jagd nach dem perfekten Nordlicht. Klar, ich weiß, es ist die Sonne, wenn das macht. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum es jetzt so einen Bogen gibt. Und das andere Mal gibt es nur so eine Linie. Wir sind dabei, wenn Pioniere mit Hilfe modernster Technik die Sonne auf ihren Dorfplatz holen. Und wir zeigen,
Die Forscher Licht nutzen wollen, um gegen eine aggressive Stimmung im Nachtleben vorzugehen. Auf dem Sender erwartet Sie heute Abend noch Eschbacher, zuerst jetzt aber Kollegen von 10 von 10. Ich wünsche jetzt recht einen schönen Hinicht. Ade miteinander. Ja, Shanghai, Zürich ist halt mit dem Flieger noch schneller. Im Moment.